Glanzleistung gegen Buxtehude. Der HC Leipzig hat den Tabellendritten in der Meisterrunde mit 35:24 in die Knie gezwungen und die Generalprobe für den DHB-Pokal mit Bravour gemeistert. Denn bereits am 26. April treffen beide Teams im Halbfinale des Pokals erneut in der Arena Leipzig aufeinander. Doch zunächst zur Bundesliga. Dem HCL gelang ein Start nach Maß und so hatten sich die Gastgeberinnen beim 4:1 bereits abgesetzt. Buxtehudes Trainer Dirk Leun hatte an seinem 50. Geburtstag keinen Grund zum Feiern. Nein, natürlich habe ich mir das anders vorgestellt, das Spiel. Die Höhe der Niederlage ist auch unnötig für uns. Wir haben heute richtig schlecht gespielt, eine sehr hohe Fehlerquote gehabt und das bestraft eine Mannschaft wie der HCL gnadenlos. Und dann kommt so ein hohes Ergebnis zu Recht zustande. Leipzig gönnte sich in Halbzeit 1 kaum eine Verschnaufpause und führte nach 15 Minuten schon mit 9:5. Kurz darauf feierte Torhüterin Jule Plöger nach mehr als 5 Monaten ein grandioses Comeback. Sie kam für einen 7 Meter zwischen die Pfosten und hielt. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass ich 30 Minuten Spielzeit bekomme. Dafür bin ich auch dankbar. Ich denke, ich habe die ganz gut genutzt und das ist einfach bloß das, was ich zeigen möchte, auch zum Pokal. Aus dem Rückraum fackelte Saskia Lang ein wahres Feuerwerk ab und wurde mit 9 Treffern beste Torschützin. Bis zur Halbzeit klappte fast alles im Spiel des HCL und so war das Polster nach 30 Minuten bereits auf 8 Tore angewachsen. Aber ich denke, wir haben heute viele richtig gute Phasen gehabt, gerade in der Abwehr. Im Vergleich zum letzten Spiel, da waren beide Mannschaften über 30 Tore. Heute haben wir es geschafft, Buxtehude deutlich unter 30 zu halten. Und dann, wenn wir dann vorne unsere Leistung auch noch abrufen, dann kommt halt auch so ein hohes Ergebnis mal zustande. Auch in Halbzeit 2 ließ der HCL keine Zweifel am Erfolg aufkommen. Leipzig war zwar nun nicht mehr so konzentriert und torgefährlich wie in den ersten 30 Minuten, ließ den BSV aber auch nicht näher herankommen. Am Ende wurde der Vorsprung sogar zweistellig. Die Leipziger wünschen sich nun, dass auch das Pokalfinale so ausgeht. Wir sind alle heiß auf dieses Turnier und ist auch schlussendlich egal, wer wo wann als Gegner kommt. Wir wollten diese Spiele nutzen als Vorbereitung und wenn jemand anders gehabt hätten, hätten wir den genauso genommen als Vorbereitung aufs Final Four. Wir dürfen uns jetzt nur nicht an diesem Ergebnis, weil es jetzt gerade Buxtehude ist, täuschen lassen, weil in 2 Wochen wird ein ganz anderes Spiel geben und deswegen sind wir auch gewappnet, uns nicht da irgendwie trüben zu lassen. BSV-Trainer Dirk Leun sieht den HCL im Pokal zwar als Favorit, erwartet von seinem Team dann aber eine Leistungssteigerung. In 14 Tagen ist ein Halbfinale und da erwarte ich von meiner Mannschaft eine andere Einstellung. Also man sollte Buxtehude nie zu schnell abschreiben.